Das dritte Gebot. Gedenke des Sabbats. Halte ihn heilig. Auch das dritte Gebot ist ein Satz zur Erinnerung an die Freiheit und zum Schutz für sie. Du sollst daran denken, dass du Knecht im Ägypterland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand, mit ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbattag zu halten. Der Sabbat war für das Volk Israel im neuen Land ein Erinnerungstag. Sie sollten nie vergessen, woher sie kamen, aus der Sklavenschaft im fremden Land, wo sie ausgebeutet waren und wo ihre Kinder nicht leben konnten. Gott bläut mit dem Gebot des Sabbats dem Volk den Gedanken der Freiheit ein und die Liebe zu ihr. Offensichtlich verrät es die eigene Freiheit so gern, wie es seinen Gott verrät. Die Erinnerung geht weiter. Das Volk soll an diesem Tag auch an das Glück denken und an die Schönheit des eigenen Anfangs, an die Schöpfung und an das Paradies. Am Sabbatende sollten die jüdischen Hausväter auf ihre Fingernägel schauen. Man nahm an, dass die Nägel die letzte Spure der paradiesischen Haut seien, die der Mensch einmal zu Zeiten des Glücks und der Ganzheit hatte. Die Erinnerung an den Anfang weckt die Erinnerung an den geheimen Namen, den alle schon vor Gott empfangen und der einmal offenbar werden soll. Die Anfangserinnerung wurde zur Hoffnung auf das, was einmal werden soll im Reich der Himmel. Alle Lebensmühe wird dort vorbei sein. Niemand wird mehr Beute des anderen und die Königswürde von allen wird offenbar werden. Und so trat man am Sabbat heraus aus der Mühsal der Gegenwart. Die Menschen spielten das, was sie einmal sein werden, Freie im Lande der Freiheit, Söhne und Töchter dieses Gottes, der das Reich der Güte errichtet hat. Man arbeitete nicht an diesem Tag, wie es die Knechte tun, denn man spielte schon die Entronnenen. Man aß weißes Brot, man trank Wein und man sang Lieder, als sei das Leben schon voll da. In diesem Vorspiel war die Zeit des wahren Lebens schon angebrochen und nichts kommt, wenn es nicht vorgespielt und vorfabuliert wurde. Der Sabbat wird Königin, Braut, Krone Gottes genannt. Die Menschen ermuntern sich in Liedern, einzutreten in das Reich, das noch kommen soll. In einem Lied zur Begrüßung des Sabbats heißt es: Steh nicht beschämt, gräme dich nicht, was bist du gebeugt, was betrübst du dich, ermuntere dich, auf, leuchte, denn es kommt dein Licht. Ein Mensch macht nicht nur schön, was er jetzt schon ist und kann. Seine Sehnsucht und seine Wünsche machen ihn schön. Die Freiheit der Menschen beginnt, wo sie von der Freiheit träumen. Diese Träume sind die Feinde der faulen Gegenwart. Sie sprechen ihr das Recht ab, sich als endgültige Welt aufzuspielen. Eines Tages wird es sein. Das ist die Sehnsucht und die Drohung der Leute, die mehr brauchen, als die Gegenwart ihnen bietet. Mensch ist man, solange man nach dem Land der Freiheit Ausschau hält und solange man sich nach ihm sehnt. Nur da ist nichts mehr zu erwarten, wo nichts mehr erwartet wird. Da ist nichts mehr zu erwarten, wo man sich für den hält, den alle kennen. Für den kleinen jüdischen Arbeiter, der seine Familie kaum ernähren kann. Für die Frau, die in der Mühsal des Lebens ihre Kinder aufzieht. Da ist nichts mehr zu erwarten, wo man sich nicht mehr als Sohn und Tochter aus dem anderen Land begreift, das man schon feiert mit Brot und Wein und Liedern. Die Christen feiern diese Freiheit im Gedächtnis an die Auferweckung Christi an einem anderen Tag, am Sonntag. Aber wir feiern das Gleiche, die Erinnerung an den guten Anfang des Lebens und die Vorwegnahme jenes ganzen Lebens, das jetzt noch nicht vorhanden ist.
Welche Schönheit liegt in der Feier des Sabbats oder des Sonntags? Welche Kühnheit der gegenwärtigen Lebensplage, dem knechtischen Leben, mit dem Sonntag sein endgültiges Recht zu bestreiten? Sich die Poesie der Lieder und der Gebete zu erlauben, andere Kleider anzuziehen und zu essen und zu trinken und damit den zu spielen, der man erst werden wird. Die anderen Kleider und das andere Verhalten waren nicht nur Äußerlichkeiten, sie waren der Hinweis auf den Geist der Sache. Eine störrische Größe hatte jene alte Zeit, in der der Sabbat oder der Sonntag beachtet wurde. Die Menschen entzogen sich trotz der Armut und der Kargheit jener Zeit dem Diktat des Funktionierens. Die Zeit und die Kräfte der Menschen und der Tiere lagen brach. Sie brachten keinen Profit. Für einen Tag verweigerten sich die Menschen dem Reich der Zwänge. Sie nahmen die ihnen zugedachte Würde vorweg. Dieser Tag hob die Unterscheidung von Herr und Knecht und von Arm und Reich auf. Den Sabbat feiern bedeutet, unsere letzte Unabhängigkeit von Zivilisation und Gesellschaft zu erfahren, von Leistung und Angst. Der Sabbat ist eine Verkörperung des Glaubens, dass alle Menschen gleich sind und dass die Gleichheit der Menschen ihren Adel ausmacht. Die größte Sünde des Menschen ist es, zu vergessen, dass er ein Königskind ist. Die letzten waren Sätze von Abraham Heschel. In der Nähe unseres Hauses wirbt eine Tankstelle, geöffnet 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Welcher Gegensatz? Kein Sabbat mehr, keine Erinnerung, keine Unterbrechung. Keinen Rhythmus des Lebens und der Zeit, nur noch Profit. Das ist der neue Gott, der keine Lieder mehr will und keine Erinnerung an die Freiheit, die seine Pläne nur stören könnten. Er will den Weihrauch unserer ständigen Dienstbarkeit und Verfügbarkeit. Dieser Gott löscht unser Gedächtnis aus, indem er uns immerzu beschäftigt. Es ist der Gott der Atemlosigkeit und der kleinen Wünsche. Wir haben lange gelitten unter der Vergesetzlichung des Sonntags oder des Sabbats, aber sogar sie war unvergleichlich schön gegen das neue Diktat der Unrast, der Besinnungslosigkeit und der ausgelöschten Träume. Wir haben keine Zeit mehr für Freiheitsdurst und Lebenssinn. Die macherischen Fähigkeiten des Menschen sind ins Immense gestiegen und die praktischen Begabungen verkümmern. Der Mensch unserer Kultur fühlt sich allein als Macher gerechtfertigt und sein Selbstverständnis bricht zusammen, wo er sich nicht mehr als Macher erfahren kann. Rasen scheint Sinn zu ersetzen. Aber Rasen ist selber ein anderes Wort für gefährlichen Wahnsinn. Kann man in einer solchen Kultur auf etwas anderes hoffen als auf die eigene Stärke? Kann man sich hergeben und entlassen in das große Geheimnis der Welt? Kann man seine großen und nicht mit Geld erfüllbaren Wünsche behalten? Was wird aus unseren Kindern und Enkelkindern in dieser Kultur? Werden sie, wenn es keine Sonntage und keine Unterbrechungen in der Zeit mehr gibt, noch lernen, was ein Rhythmus ist? Werden sie nur noch lineare, verödete Zeiten kennen und nicht mehr die Heilkraft eines Rhythmus? Werden sie noch Gebete kennen, die große, durstige Sprache der Wünsche? Wir sind für die Seelen unserer Kinder verantwortlich. Aus unserer Hand wird Gott sie fordern.